Und jetzt begrüße ich den Dirk Stenger und er macht etwas zur Team Engine. Klingt ziemlich interessant nach dem, was ich gelesen habe. Ja, hallo, mein Name ist Dirk Stenger und ich rede heute darüber, wie man den Nutzen seines Geo-Webdienstes erhöhen kann. Und das Ganze kann man halt mit dem Tool der Team Engine machen, die Kern meines Vortrags sein wird. So, dieses eine kurze Übersicht, worum es geht. Nach einer kurzen Einleitung werde ich erstmal erzählen, was ist die Team Engine überhaupt, dann und welche Testsuites für diese Engine gibt. Dann stelle ich kurz vor, das ist aus einem Projekt von uns hervorgekommen, in dem wir eine WFS 2.0 Referenzimplementierung entwickelt haben, was das ist und wie so eine Referenzimplementierung ungefähr aussieht. Und ich schließe dann damit ab, wie man die Team Engine mit Docker starten kann, plus den Dienst auch mit Docker starten und dann sozusagen eine komplette Entwicklungsumgebung auf seinem eigenen PC hat und ständig die Qualität testen kann. Und abschließend werde ich ein Fazit. So, ja, mein Name ist Dirk Stenger, ich arbeite seit 2012 als Softwareentwickler bei Latlon und meine Hauptinteressen sind halt die OGC-Standards, wie zum Beispiel WMS und WFS, und ich bin auch bei der Software Degree beteiligt. Richtig, des Weiteren bin ich auch Mitglied des OGC-Side-Teams. Das hat jetzt wirklich was mit diesem, ist wichtig für diesen Vortrag. Und zwar habe ich die Technik, oder sind wir Partner vom OGC, beraten die dort vor allem technisch bezüglich der Testsuites und ich leite halt die Testsuites für WMS, WFS und WCS. So, das sind ein paar Bilder einfach, um die Neugier zu wecken. Also auf der rechten Seite sieht man die Web-Oberfläche der Team Engine. Die ist auch frei verfügbar im Web, also unter site.opengeospatial.org/teamengine. Links daneben das Capabilities-Dokument einer Referenzimplementierung, die wir entwickelt haben. So, was ist die Team Engine überhaupt? Die Team Engine steht für Test Evaluation and Measurement Engine. Und ja, ist im Prinzip eine Testausführungsengine, mit der Web-Services und andere Ressourcen getestet werden können. Ist in Java geschrieben und der komplette Code ist auch auf GitHub verfügbar, unter dem Link. Die Engine führt halt Testskripte aus, die zum Beispiel in den Sprachen CTL oder TestNG geschrieben sind. Also das sind jetzt so die beiden Sprachen, die wir verwendet haben. Und kann entweder als Webanwendung oder als Kommandozeilentool verwendet werden. Richtig hier. Also ich werde in diesem Vortrag eher die Weboberfläche vorstellen als das Kommandozeilentool. Das OGC stellt über 20 Testsuites bereit, die alle mit der Team Engine genutzt werden können. Auch diese Testsuites befinden sich alle auf GitHub. Man kann sich den Code anschauen, also unter folgendem Link. Richtig, alle Testsuites, die ich jetzt, also mit denen ich arbeite, nutzen halt die Sprachen CTL und TestNG. Hier sind ein paar Beispiele für Testsuites, also wie die auch heißen. Die ETS WFS 1.1 ist halt eine Testsuite für den WFS 1.1. Richtig, das gleiche gibt es für ein 2.0 und WMS 1.3. Man hat auch, wenn man auf GitHub sich die auf diese Testsuites klickt, hat man direkt auch eine kleine Übersicht, was sie testen und kann sich das genauer anschauen. Richtig, und die zum Beispiel die WFS 1.1 Testsuite und die WMS 1.3 Testsuite betreue ich technisch. Die WFS 2.0 Testsuite, das macht jemand anders. Zudem gibt es auch einen Issue Tracker auf GitHub. Also wenn man diese Testsuites nutzt und einem Fehler auffallen oder man irgendwas nicht versteht, kann man auf GitHub direkt ein Issue anlegen und den beantworten wir dann hoffentlich möglichst schnell. jetzt stelle ich kurz vor, wie so ein Testdurchlauf abläuft mit der Team Engine. Das sind jetzt immer zwei Screenshots pro Folie. Ich fange mit dem linken an. Dort sieht man... dort wählt man erstmal aus, welchen Dienst man überhaupt testen will, also welche Testsuite man verwenden möchte. Hier in dem Beispiel habe ich den WMS 1.3 ausgewählt. Dann kommt man zum nächsten Feld, wo man den Dienst einträgt, den man testen möchte. Das ist hier die Degree-Referenz-Implementierung und hat noch weitere Optionen,
die man konfigurieren kann. Da geht es vor allem auch darum, zum Beispiel, welche Conformance-Klassen man testen möchte aus der Spezifikation. Dann klickt man auf Test starten, dann kommt dieses Symbol und man muss ein bisschen warten, bis das Testergebnis da ist. Richtig, und dann haben wir auch relativ übersichtlich aufgebaut, Testergebnis mit den verschiedenen Tests und jeweils, ob die bestanden wurden. Hier in dem Beispiel wurden jetzt alle Tests bestanden, also alle Tests sind grün. So, dann komme ich zur WFS 2.0 Referenzimplementierung. Generell gibt es eine ganze Liste an Referenzimplementierungen. Also Referenzimplementierung bedeutet, dass eine Software mindestens eine Conformance-Klasse besteht und öffentlich verfügbar ist. Also, dass jeder die nutzen kann zum Testen. So, diese Liste findet sich auch auf GitHub. Also hier sieht man auch den Link, das ist ganz knapp. Und Degree, also die Software, die wir am meisten nutzen, stellt halt auch eine ganze Reihe an Referenzimplementierungen, die sind dort aufgelistet. Ich bin vor allem auch auf dieser Liste, also man sieht Map-Server ist auch dabei, Geo-Server, Extra-Server. Und in dieser Spalte hat man halt auch wirklich mal direkte Links zu den Diensten und kann die dann auch verwenden. So richtig, in dem letzten Jahr, so im OGC Testbed 12 Projekt, haben wir im Compliance Thread teilgenommen und haben in dem Rahmen eine WFS 2.0 Referenzimplementierung entwickelt, die wirklich zu fast allen Conformance-Klassen, die in der Spezifikation stehen, konform ist. Das ist diese Liste, das sind auch seltenere Conformance-Klassen wie Feature Versions, Managed Stored Queries dabei. Das kann eigentlich kaum ein WFS. Richtig, in diesen, also in Degree WFS 2.0 haben wir halt so entwickelt, dass der die komplette Testsuite besteht. Es gab da noch ein zweites Projekt, das haben wir nicht betreut, sondern jemand anders. Da ging es dann darum, die Testsuite zu erweitern, um halt diese fortgeschrittenen Conformance-Klassen zu bestehen. Richtig, in dem Rahmen gab es halt auch eine ziemlich enge Zusammenarbeit zwischen den Team-Engine-Entwicklern oder den Entwicklern der Testsuite eher. Und uns, also die haben uns immer ihren neuesten Stand gegeben, wir haben dann unsere Implementierung getestet, dann lief irgendwas nicht durch, dann mussten wir herausfinden, ist das unser Fehler oder deren Fehler. Also so, das war eigentlich ein ganz gutes Projekt, um das Zusammenspiel zwischen Implementierung und Testschreiben auszuprobieren. Ja. Richtig. Im Rahmen dieses Projekts haben wir meistens die neueste Version der Testsuite einfach installiert und dann über die Web-Oberfläche ausgeführt. Man kann aber auch die Tests über zum Beispiel nächtliche Builds in einer CI-Umgebung, also wie zum Beispiel in Jenkins, ausführen. Dafür kann man beispielsweise das Kommandozeilentool verwenden oder auch die Testausführung sogar in Maven integrieren. Also im Fall von Degree wurde das auch schon gemacht. Es gibt ein Problem in der Praxis oder was viele Leute in der Praxis haben, wenn man die externe Team-Engine-Installation vom OGC nutzt, also das ist halt der Link, den ich jetzt am Anfang gezeigt hatte, muss der getestete Dienst auch von extern erreichbar sein, weil halt die Team-Engine selber Requests abschickt und klar, wenn der Dienst lokal läuft, wird er nicht erreicht. Das bedeutet im Prinzip, wenn man selber da seinen lokalen Dienst auf dem PC hat und den testen möchte, muss man die Team-Engine noch selber aufsetzen, sonst kann man den nicht testen. Es gibt natürlich auch eine Installationsanleitung im Web, die ist aber mittelmäßig umfangreich, würde ich sagen. Also man kriegt es hin, aber es dauert auch ein bisschen, die aufzusetzen. Deswegen haben wir uns gedacht, versuchen wir es einfach mal mit Docker und haben das dann auch wirklich ins OGC reingebracht, also das Aufsetzen von der Team-Engine mit Docker und haben ein neues Projekt gestartet. Den Link da unten sieht man hier, also unter OpenGeospatial Team-Engine-Docker. Richtig, in diesem Projekt treiben wir halt voran, dass man möglichst alle Test-Suites einfach mit einem Docker-Befehl starten kann. Also ich weiß nicht, wie bekannt Docker hier ist, deswegen sage ich ganz kurz, was das ist. Docker, richtig, bei Docker ist ganz wichtig, dass Docker-Container erstellt werden. Und Docker-Container haben ein komplett eigenes oder Dateisystem plus eigene Anwendung. Das heißt,
Und Docker läuft auch auf fast allen Betriebssystemen. Das heißt, Docker erinnert sehr stark an die Virtualisierung oder an die Betriebssystem-Virtualisierung, ist aber viel flacher, weil das Betriebssystem selber nicht virtualisiert wird, sondern wirklich nur das Dateisystem und die dazugehörigen Anwendungen. Und es wird halt der Kernel von dem Host-Betriebssystem benutzt. Hier sieht man halt das Beispiel, virtuelle Maschinen sind wirklich viel schwergewichtiger und das merkt man auch in der Anwendung. Also Docker kann man im Nu, also ein Docker-Container kann man im Nu starten, da muss man nicht groß irgendwie was einrichten. Ja, das ist viel einfacher zu konfigurieren. So, richtig. Jetzt komme ich nochmal auf das Projekt zurück, was ich eben schon angesprochen hatte. In diesem Projekt kann man ein Docker-Image bauen und dieses Image kann man nutzen, um einen Docker-Container zu starten. Ein gestarteter Docker-Container ähnelt halt einer VM, auf dem die Software läuft. Und auf diesem Projekt ist auch eine Anleitung drauf. Also die haben wir auch schön kurz gehalten, dass das wirklich sehr einfach sein soll. Und letztendlich braucht man nur drei Befehle, um diesen Docker-Container zu starten. Also das heißt, man checkt erst das Projekt aus, baut das Docker-Image, und dann mit diesem Befehl erstellt man den Container und startet ihn auch direkt. Und in dem Fall könnte man dann unter Port 88 die Team Engine direkt erreichen, die Web-Oberfläche der Team Engine. Momentan gibt es noch ein paar Einschränkungen. Zwar sind die Abhängigkeiten zu den Testsuites nicht zentral verfügbar. Das heißt, die Testsuites müssen erst alle lokal gebaut werden mit Maven Clean Install. Damit das Docker oder das Docker-Projekt diese überhaupt findet. Ich finde, das Ziel ist natürlich, dass diese Abhängigkeiten irgendwann auch im zentralen Maven-Repository zu finden sind. Und das diskutieren wir auch gerade in diesem Issue, der hier verlinkt ist. Also man kann auch mitverfolgen, was da gerade Stand ist. Aus dem Grund habe ich jetzt im Moment nur die WFS 2.0-Test-Suite in das Docker-Projekt integriert. Aber das Ziel ist, wenn alle Abhängigkeiten im zentralen Maven-Repository liegen, dass man dann alle durch OGC bereitgestellten Test-Suites einbinden kann in das Docker-Projekt. Und dann ist es halt wirklich auch sehr sinnvoll, weil man dann sehr, sehr mächtig, weil man dann mit diesen drei Befehlen, die ich eben gezeigt habe, wirklich alle Test-Suites starten kann in der Team-Engine und sich keine großen Gedanken mehr machen muss, wie man die bei sich lokal installiert. Degree kann man auch lokal mit Docker starten. Klar, man kann es auch einfach in Tomcat schmeißen, dann hätte man auch eine Degree-Installation. Es gibt aber zum Beispiel auch auf Docker Hub bereits ein fertiges Degree-Docker-Image. Also das ist jetzt nicht so ausgereift wie das andere Repository, es ist eher noch experimentell. Aber das heißt, man könnte mit genau einem Docker-Befehl sich dieses Image runterladen und starten. Nicht mal direkt, das wäre dieser Befehl. Muss man gar nichts anderes machen, schon hat man ein laufendes Degree. Dazu gibt es dann noch ein GitHub-Repository, in dem man dieses, was ein Docker-File beinhaltet, mit dem man genau dieses Image bauen kann. Und zusätzlich wird dort auch noch erklärt, wie man eine PostgreSQL-Datenbank mit Docker starten kann. Das ist auch sehr einfach, weil jemand anders, das ist die Person hier, dann hat pflegt solche Docker-Images im Prinzip für jede Postgres- und Postgres-Version. Man kann einfach mit einem Befehl sich die Datenbank starten. Dann mit diesem Befehl koppelt man Degree mit dieser Datenbank und hätte auch eine komplette Degree-Webservice-Infrastruktur in Docker laufen. Richtig, und letztendlich kann man so also mit sehr wenig Docker-Befehlen sich die Team-Engine plus Degree plus eine Datenbank aufsetzen und lokal weiterentwickeln, lokal testen. Dann komme ich schon zu meinem Fazit. Die Team-Engine und die Test-Suites ermöglichen ein schnelles Testen auf GC-Compliance. Also man gibt einfach die URL ein und ist schnell beim Ergebnis. Also sind nur wenige Knopfdrücke. Dies bringt halt sowohl für die Konfigurationsarbeiten als auch für die Implementierungsarbeiten Gewinne. Also
viele, also wenn man Testfehler hat, können die in den meisten Fällen auch durch Konfigurationsarbeiten gelöst werden. Richtig, aber manchmal sind halt auch Implementierungsarbeiten notwendig. Es ist halt deswegen sowohl für Leute, die viele Webdienste konfigurieren, sinnvoll, aber auch für Leute, die implementieren, sinnvoll, sich mit der Team-Engine auseinanderzusetzen. Klar, und durch die Team-Engine kann natürlich auch einfach irgendwelche bestehenden Dienste getestet werden. Dann kann man gucken, okay, sind die eigentlich OGC-compliant? Falls das nicht der Fall ist, ja, muss man sich halt an die Leute wenden, die entwickelt haben, dass irgendwelche Konfigurationen angepasst werden oder wirklich auch Bugfixes in der Software gemacht werden. Oder in manchen Fällen kann auch die Testsuite fehlerhaft sein. Das bedeutet dann in dem Fall, müsste man sich bei GitHub einloggen und könnte ein Issue anlegen. Und dann würden wir uns das mal anschauen. Klar, und die Testsuites können natürlich auch als Regressionstests verwendet werden. Also wenn man irgendeinen Dienst hat, den kann man immer wieder damit testen. Dann macht man eine Weiterentwicklung am Dienst und guckt, ob die alten Funktionen alle noch so da sind wie früher. So, und jetzt habe ich hier nochmal kurz zusammengefasst, oder wie der Nutzen eines Geo-Web-Dienstes wirklich erhöht wird durch die Team-Engine. Also erstmal gewährleistet die halt eine hohe Qualität des Dienstes, also gewährleistet, dass die bestimmten, also Simple- und Basic-Conformance-Klassen bestanden werden und auch eventuell erweiterte Conformance-Klassen. Das hat halt zur Folge, dass die Dienste garantiert interoperabel genutzt werden können durch irgendeinen Client. Der kann halt zwei Dienste, die jeweils erfolgreich getestet wurden, einbinden. Man kann sich ziemlich sicher sein, dass man die Daten auch verknüpft nutzen kann. Ein weiterer Vorteil ist auch noch, dass man den Funktionsumfang eines Dienstes mit der Team-Engine klar definieren kann, weil halt dadurch, dass die Team-Engine auch das Testergebnis in Conformance-Klassen einteilt, kann man sagen, welche Conformance-Klassen bestanden werden und welche nicht. Richtig, Basic und Simple sollten eigentlich immer bestanden werden, aber dann gibt es ja noch so Conformance-Klassen wie zum Beispiel Response-Paging, das ist eine Funktion vom WFS, wo ich sagen würde, dass viele Implementierungen die Funktionalität nicht unterstützen und auch Feature-Versions. Und man kann halt sozusagen mit der Test-Suite dann gucken, ja, welche Conformance-Klassen werden bestanden, also welche Funktionalitäten bietet der WF oder bietet der Dienst an. In meinem Beispiel, das ist jetzt halt der WFS. Ja, das war dann mein Vortrag. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Ja. Welche WFS-Dienste unterstützen denn 2.0.2 momentan? Oder laufen ohne Probleme dadurch, durch die Also das ist jetzt, das war jetzt nicht 2.0.2, sondern wir haben auch mal noch einen 2.0.0er entwickelt. Ja, richtig. Also die Test-Suite geht für beides. Also die Test-Suite heißt ja auch WFS 2.0 und sowohl 2.0 und auch 2.0.2 sollten diese Test-Suite bestehen, solange sie die ganzen Funktionalitäten unterstützen. Welche Software ist da jetzt getestet worden? Also wir haben halt Degree genutzt, aber das ist noch ein WFS 2.0.0 und Degree unterstützt jetzt im Moment auch noch nicht 2.0.2. Und andere Software ist nicht getestet worden bisher? Also Map-Server 2.0 oder was gibt es da auch? Ich sag mal, die Test-Suite wurde, also klar, die andere Leute testen natürlich auch den Map-Server, wir haben das jetzt nicht gemacht, wir haben nur unsere Degree-Implementierung verwendet. Also die WFS 2.0 Test-Suite wurde halt stark erweitert durch den Projektpartner. Und richtig, also ich weiß jetzt nicht, inwieweit der noch mit anderer Software getestet haben, also wir haben nur mit der Degree-Software getestet, ja. Ja, vielleicht zwei Punkte. Erster Punkt direkt als Antwort an Herrn Retterath. Das OGC hat dann eine super Datenbank. Da kann man sehen, welche Softwaren quasi compliant sind, beziehungsweise die Standards implementieren.
das OpenGeoSpatial Spatial, und da sieht man quasi die, die die Testsuites bestanden haben und offiziell sich angemeldet haben. Das ist eine eigene Iteration? Nee, das ist tatsächlich, also die offizielle Team-Engine vom OGC ist ja dafür da, dass Softwarehersteller ihre Software zertifizieren lassen können. Und da gibt es eine Datenbank beim OGC. Das wird automatisch aus der Team-Engine abgeleitet und von OGC-Seite selber auch nochmal überprüft. Genau. Mein zweiter Punkt ist tatsächlich eine Frage. Bei den Docker-Containern habt ihr es ja jetzt so gemacht, dass quasi bei der Team-Engine ein Docker-Container nachher dafür da sein soll mit allen Test-Suites. Richtig, ja. Ich habe mir jetzt mal irgendwie Gedanken gemacht, das wäre doch total super, wenn jede Test-Suite ein eigener Docker-Container wäre und die Team-Engine ein eigener Docker-Container wäre und die wären miteinander verknüpft, dann kann ich nämlich meinen eigenen Test-Suite-Docker-Container entwickeln mit meiner eigenen Test-Suite und kann die einfach mit dem Team-Engine-Container verkoppeln. Also fände ich einen super Ansatz. Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall auch eine gute Idee. Also wir hatten uns als ersten Ansatz überlegt, erstmal einen Docker-Container zu machen mit allen Test-Suites, weil das sicherlich der häufigste Anwendungsfall ist. Hatten uns dann aber auch überlegt, dass man noch mit Maven-Profilen also dann war wirklich die Idee, Team-Engine plus eine Test-Suite einen Docker-Container legt. Richtig, aber können sich natürlich auch noch mal einen Ansatz überlegen, alles komplett zu trennen, also Team-Engine, Test-Suite und die Test-Suites auch in einzelnen Docker-Containern. Ja, ich denke.